und herzlich willkommen zu dem ersten Teil von Harry Potter Spielen. In diesem Video spielen wir also ein Harry Potter Spiel. Die beiden Kanalinhaberinnen nehmen teil und als erstes müssen wir mit dem Würfelturm auswürfeln, in welches Haus wir gehören. Die erste Kanalinhaberin, also die auch Kanalinhaberin, das hat schon gemacht und sie ist Gryffindor. Nun muss ich dies noch machen und es wird übrigens mehr Teile geben, weil das Spiel schon manchmal ziemlich lange dauern wird. Das Ziel dieses Spiels ist, immer Harry Potter Fragen zu beantworten. Dafür gibt es hier verschiedene Farben. Dann kriegt man so Wissensecken, die da reinkommen. Und wenn man alle hat, muss man eine Frage in der Mitte beantworten und dann hat man gewonnen. Das heißt, man muss sich gut mit Harry Potter auskennen. Ich kriege Hufflepuff als Haus. Dann würde ich sagen, legen wir los. Da ich jünger bin, darf ich anfangen und nun muss ich mit dem Würfelturm und dem Würfel würfeln. Eine 6. Jetzt kann ich lang gehen, wo ich will. Ich denke, ich gehe einfach mal erstmal hier auf blau. Jetzt muss ich eine blaue Frage beantworten. Wo küsst Lavenda Brown Ron Weasley nach seinem Quidditch-Spiel? Im Krankenzimmer? Nein, im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Jetzt kriege ich keine Wissensecke, weil das falsch ist. Und da ich das falsch ist, ist jetzt die andere Person dran. 5. Und das ist auch blau. Das Schiff des Durmstrang Instituts erscheint wo in Hogwarts? Es kommt aus dem See. Hier steht auf dem großen See, aber lassen wir gelten. Eine blaue Wissensecke. Okay, jetzt bin ich wieder dran. 5. Jetzt kann ich hier lang gehen, hier wieder lang gehen oder hier wieder lang gehen. Nochmal würfeln oder pink. Dann gehe ich mal auf pink. Wer macht Botengänge für Ron während des Trimagischen Turniers in der Hoffnung, Harrys Autogramm zu bekommen? Neville? Nigel. Ja, ist doch dasselbe. Nein. 6. Lila. Welche Prophezeiung sagt Professor Trelawney Umbridge vorher, während sie bewertet wird? Etwas Schlimmes auf ihr zukommt? Sie schweben in ernster Gefahr. Ich bin dran. Würfel. Ich kann jetzt eigentlich jedes auswählen. Probieren wir nochmal das Glück mit Blau. Was benutzt Harry und Hermine, um in die Vergangenheit zurückzureisen? Der genaue Name? Ja, diesen Anhänger, diese Kette, da diese Uhr, die hat, wie auch immer das heißt. Zeitumkehrer. Ja, ist mir egal. Sechs. Schon meine Karte. Das ist grün. Welcher trimagische Champion wird bei der dritten Aufgabe von Ranken in die Labyrinthwände gezogen? Ah, ich weiß das. Richtig. Dann gibt es jetzt einen grün. Das ist ein Sechs. Und dann sage ich, danke, dass ihr den ersten Teil angeschaut habt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut doch gerne in die anderen Teile.